Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20. Hier gerade auf dem Weg zu meinem Hof. Bin ich richtig gefahren? Ich glaube schon. Beziehungsweise vorher den Schwader vorne abgeben. Bei dem Herrn Zwerger. Udo ist auch auf dem Weg zu mir an den Hof. Der nimmt mich nachher wieder mit runter, damit wir das letzte... das letzte Equipment noch abholen können. Meinen alten Massey. Und dann haben wir erstmal alles oben. Beziehungsweise ich hatte ja überlegt... Wo stelle ich ihn denn jetzt hin? Ich stelle ihm den hier hin. So. Oh Gott, ist das dunkel. Ich hatte mir überlegt, wie ich das machen soll. Warte mal. Achso, mit dem Tiefenlocker hatte ich mir überlegt, ob ich mir da einen vom Leo einfach ausleihe. Der hat ja zwei Stück unten stehen. Dann würde ich mir von dem einfach einen ausleihen. Und dann würde es schon passen. Dauert ganz schön lang, bis man da oben ist. Ja, ich muss echt sagen, hier im Tal, wenn da Nacht ist, dann ist wirklich Nacht. Siehst ja nichts mehr. Ah. Danke, du. Oh, steig ein. Ja, ist ja dunkel, ey. Ich hab was nichts gesehen. Ich auch nicht. Brutal. Du meinst du Leo? Oh Gott, ich sehe dich nicht.
Meinst du, Leo hat was dagegen, wenn ich mir von ihm einen Tiefenlocker ausleihe? Könnte ich morgen nämlich ein Feld anlegen. Glaube ich nicht. Oder glaub hast du morgen dagegen. Zeit? Nee, ja. Ich hab Zeit. Dann könntest du ja gleich mit dem Tiefenlocker noch hochfahren. Könnte ich machen. Dann, können Sie bei mir heute Nacht pennen. Machen. Hol mal gerade den Tiefenlocker unten. Ja, dann fahre ich mit dem Messer hinter dir her. Alt und neu. Ja. Hier ist ein gutes Schmuckstückchen, muss ich sagen. Wer? Hier fährt der Masse. Er fährt gut. Der hier? Mhm. Ja. Hat auch gut Power. Wie viel PS hat denn das Ding? Fast 300. 280 hat er. Wow, völlig ausreichend. Ja. Aber ich brauchte halt einen stärkeren für die Presse. Ah, okay, ja klar. Die wickelt ja direkt, dann zieht die ein bisschen mehr. Ja, bei mir ist es, was eventuell problematisch werden könnte, sind die Feller-Mähwerke. Front und Heck. Ja, das habe ich auch. Ja, aber bei mir ist es mit der Leistung ein bisschen knapp bemessen. Okay. Alter, du fährst hier aber auch lang, ne? Ja, ist doch Nacht. Kommt doch keiner. Ja, pass auf, der war unten noch am Ansehen vorhin, als wir hoch sind. Auch der Licht dann haben. Wäre gut. Wenn nicht, dann ist es sein Problem. Sein Güldner ist schwächer. Er ist kein Güldner, ein Eicher, hat er vorhin gesagt. Eicher? Eicher, ja. Der Eicher. Hat der eine Kabine drauf? Ja, war eine Kabine drauf. Und der war doch hier unten links, ne? Rechts. Ja, der war vorhin zumindest. Ist ja schon fertig. Sah so aus, ja. Falsch abgebogen. Ja. Ich denke nicht, dass Leo was dagegen hat. Na, ich nehme den einfach. Hoffentlich regnet morgen nicht den ganzen Tag, ey. Nee, hoffe ich auch mal nicht. Wäre sonst doof. So. Nimmst du drüben, da steht ein gelber Tiefenlocker rum. Mhm. Oh, danke dir mal, gell? Jo, tschüssi. Tschö. So, dann fahren wir das gute Stückchen noch hoch. Oh Gott. Ich fühle mich irgendwie verloren. Ich mach mal das Arbeitslicht mit an. Das ist ja nichts da. Kein Licht, kein gar nichts. Hoppsala. So. Hätte ja klappen können, ne? Was will denn der?
Was ist denn los? Ich muss ein Bild machen. Soziale Medien. Ja. Groß und kleiner MF. Oh, deshalb bremst du mich aus, du Held. Ja. Ich würde besser hinten einen Schleppseil dran machen. Ja, wäre ich ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen. Hier ist er. Ah, da hat er noch ein Feld. Hallo, gut Felder. Ja. Vielleicht kriegt man da auch das Stroh her. Ja, was macht denn der eigentlich? Macht der Kühe oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Schweinehof. Was ich gesehen hatte. Schweinehof? Okay. Ach, vielleicht können wir den ja fragen. Jo. Ey, lass den Zaun ganz. Ey. Ja, es hat einer eine Hake rausgeworfen. Einmal. Naja, mitten in der Nacht. Wie viel Bier hast du denn heute schon gehabt? Keine. Ah, okay, sicher? Ja, Zeit ist Geld. Ist ein bisschen schneller hier. Für das, dass du so schnell fährst, bin ich ziemlich gut noch hinten dran. Uiuiui. Uiuiui. Können wir auch anders machen. Können wir auch noch mehr Gas geben. Oh. Hm. Dann hängst du aber gleich im Zaun, ne? Ja, aber man sieht hier gar nichts, ey. Nee, ich hab die Arbeitsleuchten an, dass ich wenigstens ein bisschen was sehe. Ja, ja, ich auch. Vor allem so allein auf dem Trecker hier, das ist ganz schön makaber. Weil das noch offen. Ja, ist eben. Nicht kalt. Ein bisschen. Den sagt er. Ja, vor allem die Schnaken, weißt du, und die ganzen, die Falter und alles, was mir da ins Gesicht fliegt. Stell mal vor, du hast jetzt einen Wildunfall mit einem Wildschwein. Ja, was kann ich dafür? Und rennt dir volles Rohr, ja, gegen deine Tür da. Du hast ja keine. Kannst gern machen, hab ich nicht, genau. Und das wird volles Rohr hochfliegen und auf deinem Schoß oder so landen. Ja. Kannst du mich im Krankenwagen abholen mit zwei gebrochenen Beinen. Aber wenn man bei deinem Hof ist man schnell, muss ich sagen. Ja, geht so. Oh, immer noch schnell. Halt immer einen Berg hoch, ne? Hey, das ist ein bisschen doof. Aber naja, jetzt habe ich wenigstens mal fast alles hier oben. Wobei ich nicht verstehe, weshalb ich mir keinen Schwader gekauft habe. Nee, mache ich hinten rein. Das ist aber eine schöne Halle. Schön groß, ey. Ja. Also, Licht aus. Ja. So, ist alles aus? Ah, jo. Ist schon ein kleines cooles Teil hier. Mhm. Gut, wie schaut's aus? Ja. Komm mal schlafen. Das andere auch? Nee. Okay. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.